geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Kaum, aber danke. Zu mir, Wilson, ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rackham, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Jetzt schon. Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Na komm, wir ziehen das durch. Bist du sicher, dass du nicht aussetzen willst? Keine Chance. Du schuldest mir einen Orden. Jawohl. Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Battlefield 1. Die Luftschlacht über England. Ich hab alles im Griff, bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, verdammt. Jäger unterwegs, ich sichere unser Heck. Die sind erledigt. Feind auf 6 Uhr, hart abdrehen, hart abdrehen. Jäger nähern sich, werden beschossen. Wirklich? Hätte ich ja nicht wieder. Wir wurden getroffen, was ist los? Alles okay, der ist ganz schön hartnäckig. Und ich muss auch meine Collector Edition noch auspacken, fällt mir gerade ein, aber das kann ich heute noch nicht tun. Du wirst getroffen? Nein, Freund. Ja, brauchen wir noch nicht reparieren. Man muss ja bedenken, die Flugzeuge kommen ja runter, ne? Sieht schon richtig geil aus. Ich krieg meine Maus nicht hoch. Jetzt. Noch ein Jäger! Das war verdammt gute Flucht. Neues Problem. Da sind Bomber! Oh, da holen wir mal die Dicken runter. Die Bomber sind das Ziel. Konzentrier dich darauf. Mach ich. Die sind erledigt. Feindlicher Jäger auf 6 Uhr. Hochziehen, hochziehen. Na, großartig. Relativ. Das waren direkt. Ich weiß. Ein Bomber für die Liste. Verdammter Mist. Whoops. Bei der Besprechung hieß es, du sollst von hinten kommen, möglichst schnell, oder von unten hochziehen, um ihren Geschützen zu entgehen. Wir haben Raketen, Wilson. Fuck. Ich weiß schon, wie man Bomben angreift, keine Sorge. Vorsicht! Wir haben den leicht geschliffen, da muss ich zugeben. Feindbeschuss! Alles okay da hinten? Schon, oder? Wow. Wir haben ein Problem.
Oh. Oh nein! Jetzt komm nur nicht auf dumme Gedanken! Du wolltest doch einen Orden, oder? Haben die wirklich mit Luftschiffen angegriffen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Dieses verdammte Luftschiff wird bald London erreichen. Eines, wir wurden getroffen. Wirklich? Haben die sich gerade alle gegenseitig gerammt? Die unsere. Ernsthaft? Zieh dich, Fritz! Genau! Einer weniger! Wir drehen rein! Zu nah! Zu nah! Das war knapp! Erlegen unsere Kiste. Definitiv zu viele Jäger on the way. Für den König. Ich stehe nicht so auf Könige. Wir werden getroffen. Ja, wir sind ein immer volles Tempo. Ast mit einer Dame. Dann können uns die Flachs nicht folgen. Da bin ich mir nicht so sicher. Her mit den Orden. Wir müssen uns um das Luftschiff kümmern. Ich weiß! Ich bin dran! Die gehen überhaupt aufs Ganze. Umkreise ihn und setz dich dahinter! Wir haben fast keinen Begleitschutz mehr. Oder Geleitschutz. Ich glaube, die spawnen auch unendlich, oder? Er hat uns im Visier. Löst dich! Vorsicht! Werde getroffen! Nein, nein, nein! Was? Kenny, was du hast? Wir müssen erstmal ein bisschen. Wenn der jetzt hier über London abstürzt, das halte ich für ziemlich ungesund. Wir wurden getroffen. Ja, weil die ja mal wieder spawnen. So ein Mist!
Theoretisch darf er keinen Schub mehr haben. Wir haben ja seine ganze Möglichkeit genommen. Haben schon. Aufpassen! Aufpassen! Wie? Pass auf! Die sind echt viele feindliche Jäger, ne? Vorsicht! Hey! Noch ein Anflug. Er hat uns im Visier. Ich weiß. Die müssen doch eigentlich langsam mal in Höhe verlieren. Die Dinger können doch nur fliegen, wenn sie... Okay. Das Luftschiff geht bestimmt gleich in Flammen auf. Halt Abstand! Flugabwehrgeschütz! Festhalten! Wo willst du denn hin? Sind wir gerade? Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben. Du und dein großes Mundwerk, Blackburn. Wir sind auf dem... Bist du okay? Ich bin... Holen wir uns die Flak! Okay, ich gebe dir Deckung! Alter! Okay, wir müssen darauf! Okay! Alles klar! Alles klar! Holen wir uns die Flak! Ja, ist es! Ach so, das ist nur eine Hülle. Hey, und da sind, bist du okay? Alles gut. Alles okay. Da sind Tanks drinne. Mit. Okay, mach ich. Ah, okay. Ich habe immer gedacht, dass der Dings einfach nur in der Luft, in der Hülle so ist, weißt du? Ich habe nicht gewusst, dass da Tanks sind. Mit dem Zeug. Das wusste ich nicht. Lol. Ist ja gut, dass ich das wusste. Nicht. So. Was? Sei leise. Sonst hört dich jeder Deutsche auf diesem verdammten Ballon. Deswegen fliegen die auch, wenn sie keine Hülle mehr haben, okay? Hey, das ist doch eine blaue in der Junge, da kann ich doch wohl durchschießen. Ist egal. Ja, da war ja da auch noch.
One von One, jawohl. 12G Automatico. Ist das ein Schrotzer? Ja, ich glaube schon. 12G ist doch eigentlich das die. Alles klar. Okay. Komm schon, Fritz, komm doch! Mein Name ist Clyde Blackburn! Ich bin ein Pilot, ein Spieler! Und ein potenter Kerl! Ich bin ein potenter Kerl! Ich bin ein potenter Kerl! Ja, das gilt auch für dich, du großer Mistkerl! Bleib ruhig! Hier, ich hab doch auf die Kante geschossen, geh doch kacken. Komm schon, komm schon! Vor allem, wie viel Schaden wir an dem machen. Tut so, als hätten wir das Ding übernommen. Alter Finne. Was zur Hölle? Wilson, wir müssen weg. Ah ja. Das ist meine Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet. Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Wilson! Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder? Hm. Einflussreiche Freunde. Haben wir abgeschlossen. War das jetzt die Kriegsgeschichte schon? Ich habe extra einen Schnitt gemacht, weil ich mir nicht sicher war. Kriegsgeschichte abgeschlossen, Tatsache. Okay, ach, der Absturz, 0 von 2. Herausforderung. Was für eine Herausforderung denn? Ich sehe die immer nicht. Werden die mir nicht angezeigt? Okay, dann schneide ich das mal dran. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.